Moment habe ich nichts auf dem Radar. Hatten Sie nicht eine Belohnung? Nein, ich hatte gesagt, dass Sie ein paar Vorräte bekommen würden und das meinte ich auch so. Das Anheuern von Söldnern ist am Außenposten verboten. Ja, damit. Aber es könnten ein, zwei Anforderungen verloren gehen und niemand würde es prüfen. Hier, bitte sehr, ganz unter uns. Was gibt's? Mhm. Oh, erstmal das. So, Medizin auf 30. 30 ist gut, hat der Revenger gesagt. So, und jetzt höre ich auf dich. Na, wo soll ich die Fertigkeitspunkte hinmachen? Hab noch 12. Gut, aber wo... Also ich würde immer noch gerne auf die Schusswaffen. Weil das klappt ja jetzt schon ganz gut, ne? Weil Medizin ist ja okay, ich nutze ja auch nur ganz wenig. Schusswaffen auf 35, gut. Dann Medizin oder Sprache dann auch auf 35 und Wissenschaft. Reparieren. 35, okay, passt genau, zack und... Sehr schön. Jawohl, passt. Sonst kriege ich nichts, nein. Aha. Oh. Oh. Hey. Hi. So eine Patrouille durch die Mojave lässt einen fast auf einen nuklearen Winter hoffen. Alles klar, danke. So. Jetzt müssten wir doch eigentlich... Warte mal. Ja, das machen wir auch. Prim. Ja, Karte. Ah, Dienstgewehr, stimmt. Das gucke ich mir gerade an. Das habe ich sogar verpasst irgendwie. Gut, dass du es sagst. Schaden 11. Und das Kleinkaliber? Schaden 9. Okay. Ja. Jetzt müssen wir gerade mal gucken. Dienstgewehr. Ah ja, das hat... Ja, gut, okay. Dann lass mal gucken. Können wir das reparieren? Nein. Dann machen wir das auch auf irgendeine Taste. Ich hatte... Das hatte auf... Das auf 4, ne? Ja, gut. Gucken, wie sieht das aus? Oh ja, das hat was. Jetzt packen wir das wieder weg. Und suchen... unseren... netten Sheriff. Was ist mit dir? Oh. Daniel Wild, hab ich den? Den habe ich wahrscheinlich, ja. Wo war der denn? Hallo? Sag mal. Brauche ich jetzt echt die Karte, ja? Doch, da. Eben habe ich ihn sofort gefunden. Hä? Zwei? Ach, da rennt. Ah, da ist er ja. Ja, hallo. Chatrip. Hallo? Danke, dass Sie mir die Begnadigung besorgt haben. Ich und meine Jungs werden den Prem nach dem Rechten sehen, versprochen. Passen Sie da draußen auf sich auf. Gut. So.
Fertig. So, jetzt ist die Frage, wo müssen wir hin? Dahin, was ist das? Ja. Aber da sind wir doch hier näher, ne? Und da ist eine Straße. Okay. Ja, so. Und jetzt gehen wir die Richtung, die wir ja eben auch gesäubert haben. Da dürfte jetzt auch nichts mehr sein, wenn die nicht nachspawnen. Das weiß man natürlich nie. So, Ameisen, ne? So, so geht's sowieso nicht. Wir müssen außen rum. Ich dachte, dass das einen viel mehr mit Nebenaufgaben zufrachtet. Nein, nö, im Moment nicht. Ich speichere aber nochmal. Und da hinten ist noch ein Gebäude. Achso, schön, wir wollten ja die Straße nehmen. Straße ist immer besser. Ist das da ein Gebäude oder ist das nur eine Leitplanke? Leitplanke? Leitplanke. So. Oh, da ist was. Was kommt da? Oder kommen mehrere? Aha, was ist das? Oh, die sind ganz schön kaputt. Okay. Mhm. Die ist wirklich gut. Der ist tot. Der ist tot. Gut. Oh, da, ich habe auch nicht so viel Munition. Das ist schade. So. Komm. Ich mach einfach nur, damit der Ravenger. Auf die 6. Ja, ich weiß. Und speichern. Ich habe jetzt die Waffe wirklich sehr effektiv genutzt, aber irgendwie... Autowerkstatt? Ist das eine Autowerkstatt? Oh. Was kommt da? Kacke. Oh. Mhm. Ja, die Waffen gehen kaputt relativ schnell sogar. Super.
kommen. Macht Spaß? Alter. Du hältst nicht. Na los doch. Viel davon Deckung ernst zu nehmen. Na los. Alter, sag mal. Wenn ich wenigstens ein bisschen rennen könnte. Sag mal, stirbst du gar nicht? Ganz kurz. Das Falsche. Bringt nichts. Wo seid ihr? Alter, bleib bitte mal stehen. Es reicht jetzt. Ja, hab ich. Ja, aber wo ist denn? Ach, der Cowboy-Repetierer. Das ist bestimmt gut. Den haben doch die anderen auch. So, dann plündern wir hier immer. Ich dürfte sie jetzt alle haben. Wo sind denn der? Es waren doch nicht nur zwei. Es waren doch mindestens drei. Ist das eine Munitionskiste? Ach, Granatenkiste. Lass mich mit Granaten in Ruhe. Ich mag keine Granaten. Ah, aufbereitet. Das Wasser geht auch. So, aber wo sind die jetzt alle? Ich habe doch noch viel mehr. Da müsste da hinten noch einer. Da ist noch einer. Ah ne, es ist keiner. Da ist einer. So. Na gut. Gut. Dann. Dann nehmen wir den noch kurz mal, weil für den anderen habe ich nichts mehr. Dann machen wir den auf die 6 war das, ne? Nee, die 5. Der sieht gut aus. War das der Chef oder? Nee, das war noch mal jemand anderes. Medex. Aber warum gab es denn hier keine Aufgabe? Oh, Moment. Da ist noch jemand. Da ist noch jemand. Wir speichern schnell mal. Das war aber nichts Ernstes, oder? Ah, das ist ein Vieh. Ich gehe wieder auf die Straße, dann lässt es mich in Ruhe.
Was ist es? Hau ab. Oh. Ja, ist ja gut. Schade. Oh, die Anführerin. Uiuiui. Wo ist sie? Die fallen immer so doof. Die muss ich doch plündern da. Die sind halt furchtbar gut getarnt. Ja. Nein. So. Die Schakale. Valormäßig sind die Schakale, also keine Ahnung, wo die Schakale sind. Irgendwelche Raider, oder? So. Das da ist aber kein Böser, oder? Nee. Aber der will Hilfe. Sonst niemand? Nein. Könnte immer noch eine Falle sein. Jawohl! Wer hat in der Lotterie gewonnen? Ich! Oh Gott, ich mag den nicht. Wie gut diese Luft riecht. Besser als der beste Schnaps. Geht es Ihnen gut? Soll das ein Witz sein? Mir ging's nie besser. Jawohl! Kommen Sie aus dieser Stadt da drüben? Welche Lotterie? Die Lotterie natürlich. Was für eine Frage. Die einzige Lotterie, die zählt. Oh mein Gott, die Luft riecht traumhaft. Was? Pulverbandit? Was? Ich meine, klar, früher mal. Aber jetzt nicht mehr. Die Pulverbande backt kleine Brötchen. Ich bin ein Lotteriegewinner. Du bist irre. Tschüss. Okay, so. Ist hier irgendwas zu finden? Das kann doch nicht sein. Das ist ja alles total tot. Jemand drin. Gut. Dann verkaufen wir mal ein bisschen was, ne? Worum geht es denn diesmal? Hä? Warum sind Sie noch hier? Keine Ahnung, mir gefällt's hier einfach. Was glauben Sie, Arschloch, denn? Wieso redet er so? Der Preis für den zweiten Platz war, ich durfte leben. Aber meine Beine wurden mit Hämmern zertrümmert. Ich bin ein verdammter Krüppel, klar? Ich kann etwas mit X entbehren. Komm, krieg doch mal. Dann wird ja ein verdammter Traum wahr, was? Wie viele kann ich haben? Was für ein Scheißgeschäft. Her damit. Du bist echt nett. Durch Glück. Ich hatte einfach verdammtes Glück. Vor Ihnen steht der Zweitplatzierte der Nippenlotterie. Dieses Arschloch Swernick belegte den ersten Platz und durfte gehen. Wir kamen nicht unbedingt nach Nippen, um daran teilzunehmen. Wollte mit meiner Mannschaft ein paar RNK-Trooper kidnappen, die die Stadt besuchen. Hatten schon alles mit dem Drecksack von Bürgermeister abgesprochen. Wir wollten Lösegeld und ihre Waffen behalten. Ein gutes Geschäft.